das Wort. Das Wort erhält jetzt die Kollegin Martina Bunge für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich unterstreiche für die Linksfraktion, dass Sie, verehrte Frau Ministerin Chavan, in dem vorgelegten Rahmenprogramm viele wichtige Punkte benennen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist die Einschätzung nicht ganz so schmeichelhaft. Und Herr Kretschmer, das sind nicht nur Kleinigkeiten unseres Erachtens. Als Ausgangspunkt wählen Sie beispielsweise und wiederholen es gebetsmühlenartig, dass Demografie und medizinischer Fortschritt große Herausforderungen, aber auch uns vor massive Probleme stellen. Das ist eingängig, klingt beim ersten Hinhören logisch, aber ich sage, man kann auch damit ganz schön blenden, wie differenziert die Prozesse dahinter sind. Ja, tatsächlich werden die Menschen älter und wir werden in der Gesellschaft den Anteil der Älteren erhöht haben. Aber wissenschaftliche Studien zeigen, weder muss die Wirtschaftskraft aufgrund der alternden Gesellschaft sinken, noch müssen die Gesundheitskosten deshalb in die Höhe schießen. Sie pflegen unseres Erachtens den Mythos als Begründung für unsoziale Politik. Denn seit Jahrzehnten betragen die Gesundheitskosten ziemlich konstant 10-11% des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist der wahre Maßstab dafür. Wir sehen das an sogenannten Prognosen. Sie bewahrheiten sich nicht. Ich möchte mal einen Artikel aus dem Spiegel 1975 zitieren. Dort ging es darum, was wird, wenn es so weiterginge im Jahr 2000. Und ich darf zitieren, die Westdeutschen müssen dann das ganze Jahr hindurch nur für den Gesundheitsdienst arbeiten, wenn es so weitergeht wie bisher. Es ist nicht eingetreten. Das sind halt diese Horrorszenarien, die wir ablehnen. Und wir werden nicht müde, dieses unwissenschaftliche Herangehen offenzulegen. Und die Bundesregierung scheint auch nicht wirklich an die Probleme der alternden Gesellschaft zu glauben. Vergeblich habe ich ein Aktionsfeld gesucht, das sich explizit mit den Folgen des demografischen Wandels für die Gesundheitsforschung auseinandersetzt. Das Wort Alter taucht in Ihrem Programm 7-mal auf, das Wort Wirtschaft hingegen 62-mal. Also die SPD hat es ja auch schon angesprochen. Wohlgemerkt, wir reden hier vom Programm für die Gesundheitsforschung für die kommenden 8 Jahre. Langfristig denken ist wichtig. Und folgerichtig schreiben Sie auch im Abspann, dass es jetzt darauf ankäme, den Rahmen auszufüllen und weiter zu konkretisieren. Und dort steht, heute noch nicht absehbare Herausforderungen einzubeziehen. Ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte mich gefreut, wenn Sie heute Bekanntes, Erforschtes stärker einbezogen hätten. So setzt Ihr Ansatz für die Prävention auf altbackene Konzepte. Verhaltensprävention ist überholt. Wenn das Minister Rösler nicht mitbekommen hat, die Ergebnisse gibt es seit vielen Jahren. Er war damals noch in der Grundschule. Aber Sie, Frau Ministerin Chavan, hätten das doch mitbekommen müssen. Längst wird der Paradigmenwechsel zur Verhaltensprävention eingefordert. Und Sie geben den Ton an. Und ich denke, in der Forschung können Sie auch Stoßrichtungen bestimmen. Das haben wir vermisst. Kein einziges Wort findet sich in Ihrem Programm zum Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Gesundheit. Und wir wissen, dass maßgeblich soziale Faktoren, also Bildung, Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Einkommen und sozialer Status, den Gesundheitszustand, ja die Lebenserwartung beeinflussen. Aber Sie benennen als Herausforderung der Vorsorge, Prävention und Ernährungsforschung. Das ist zwar anders als bisher, aber unseres Erachtens greift das viel zu kurz. Wir müssen erforschen, was uns gesund hält, um welche Ressourcen wir verfügen müssen, um gesund zu bleiben.
Und hier spielen halt die sozialen Faktoren die Hauptrolle. Ressourcen zu stärken, das ist der Ansatz, der im Kinder- und Jugendalter wichtig ist, der im Erwerbsalter wichtig ist, für Menschen mit Behinderung und auch im Ruhestand, also für alle. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es. Bei manchen wäre es höchste Zeit, endlich einmal Studien aufzulegen, wie bei der schon erwähnten Komplementärmedizin, die Potenzen hat, aber sie sind nicht für alle nachvollziehbar ausgewiesen. Und wir brauchen vor allen Dingen Umsetzungsstrategien. Das sind die Aufgaben von heute, damit sich Wohlbefinden der alternden Gesellschaft tatsächlich und maßgeblich verbessert. Und wir würden nebenbei gesagt damit auch die Definition der Weltgesundheitsorganisation für Gesundheit erfüllen, dass nicht die Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen ist, sondern der Zustand vollkommener körperlicher, geistiger und sozialen Wohlbefindens. Also, es gilt nicht nur, Ihr Rahmenprogramm Gesundheitsforschung umzusetzen, zu konkretisieren. Es gibt Änderungs- und Ergänzungsbedarf. Und ich denke, der müsste bald angepackt werden. Dankeschön.